Wenn man in einer Ehe ist und beispielsweise der eine praktiziert, also betet etc., ist das bei Allah dann auch gut für den anderen? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Keine Seele wird die Sünden für eine andere Seele. Und du kannst ihm weder einen Nutzen noch einen Schaden bringen. Das ist sein Buch. Er hat ein Lohnbuch. Jeder von uns bekommt ein Lohnbuch. Wenn deine Frau praktizierend ist, du aber mit dem Islam nicht viel zu tun hast, du hast keinen Vorteil dadurch, weil das sind ihre Taten. Das sind was? Ihre Taten. Anders ist es, wenn ein rechtschaffener Mann ein Kind bekommt und er es nach dem Islam aufzieht und dieses Kind macht Dua für ihn, dann wird er von diesem Kind profitieren. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.